Das ist ein Zoobesucher. Kein gewöhnlicher, sondern ein Manager. Burkhard Schwenker ist Chef der Unternehmensberatung Roland Berger. Seine liebste Freizeitbeschäftigung ist es, in den Zoo zu gehen. Wie gut, dass er ganz in der Nähe von Hagenbecks Tierpark wohnt. Hier, wo es brüllt und kreischt, findet der Manager sein ganz persönliches Kontrastprogramm zum Job. Ich genieße eigentlich zumindest das Gefühl zu haben, mit Tieren zusammen zu sein, andere Lebenswelten zu sehen, eine ganz andere Erfahrung zu machen. Das macht mir einfach Spaß. Der Honorarprofessor berät die Alpha-Tiere der deutschen Wirtschaft, einen sehr exklusiven Zirkel. Doch die Begeisterung für den Tierpark teilt er mit sehr vielen Menschen. Wie das angefangen hat? Schwierig zu sagen, denn als Mensch, der auf dem Land aufgewachsen ist, hat er schon früh mit Tieren zu tun gehabt. Ich glaube nicht, dass es da einen bestimmten Moment gab. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz am Anfang, als ich nach Hamburg kam, einmal mehr durch Zufall sehr früh morgens hier war, direkt nach der Öffnung. Ich war mehr oder weniger alleine. Die Tiere waren noch in der Morgenruhe und das war eine wunderbare Erfahrung. Und diese Morgenstimmung in Hagenbecks Tierpark genießt er immer mal wieder. Wenn Burkhard Schwenker zwischendurch eine Stunde Zeit hat, spaziert er durch den Zoo. Ob ein Tier nun flatterhaft ist oder gemütlich, ob es starrköpfig ist oder majestätisch, ob es groß ist oder klein oder sogar sehr klein, das ist Burkhard Schwenker ganz egal. Eigentlich mag ich alle Tiere gerne, deswegen gehe ich auch gerne in den Zoo. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, die Onager, also die Esel, die einfach störrisch sind, widerstandsfähig sind, Charakter haben und die mir einfach gut gefallen. Und das ist das Lieblingstier. Der hübsche asiatische Halbesel ist vom Aussterben bedroht. Deshalb gibt es für die Onager ein Zuchtprogramm in vielen europäischen Zoos. Denn nur noch 500 Tiere leben im Nordirak noch in freier Wildbahn. Ein Grund mehr für Burkhard Schwenker, nicht nur für den Tierpark zu spenden, sondern sich auch im World Wildlife Fund zu engagieren. Und weil er ein besonderer Zoobesucher ist, darf er oft ein bisschen näher ran zum Füttern. Nur eines lehnt Burkhard Schwenker ab, dass Manager von schlauen Füchsen oder dickhäutigen Elefanten tierische Erfolgsstrategien abgucken könnten. Ich würde auch sagen, man verbiegt den Zoo und man verbiegt vor allem die Tiere, wenn man diesen Anspruch hätte. Und ich fände die Vorstellung ganz scheußlich, muss ich Ihnen sagen, wenn junge, karrierewillige Menschen die Zoos übervölkern würden, um irgendwas für ihre Karriere zu lernen. Sagt's und freut sich schon auf den nächsten Zoobesuch.